Und der Schiedsrichter Agios muss aufpassen, dass ihm hier das Heft nicht aus der Hand genommen wird. Schöner Absatzkick von Bosch. Juran! Nein. Und dann gibt der Elfmeter. Auf den ersten Blick sage ich, es war keiner. Der Schiedsrichter, vielleicht schon genervt, zeigt auf den Strafstoßpunkt und wird jetzt bedrängt, bedroht von der halben Brügger Mannschaft an der Spitze. Kapitän Frankie van der Elst, der aber erstmal seine Heißsporne weghält. Hier sehen wir die Szene nochmal. Und zwar jetzt von der Gegenkamera. Für meine Begriffe nicht zweifelsfrei, aber darüber diskutieren wir jetzt gar nicht mehr. Da hatte sich auch Juran eingehakt mit dem Arm. Es gibt Strafstoß. Und Frankie van der Elst sieht dafür nochmal gelb wegen der Reklamation. Wäre bei einem nächsten Spiel nicht dabei, aber vielleicht kommt es gar nicht dazu. Jetzt gibt es Strafstoß für den VfL und Donkov. 1:0. Durch Georgi Jonkov, den Bulgaren. Und damit ist der Vorsprung der Brügger aus dem Hinspiel schon egalisiert. Unhaltbar. Schauen Sie mal in das Gesicht von Klaus Toppmöller. Die ganze Anspannung und nur ein bisschen. Kein Abseits. Borkelmanns. Eckballverhältnis mittlerweile 6:3 für Brügge. Aber der VfL Bochum führt mit 1:0. Sven Fermant. Tor! Es ist der Marokkaner Jbari. Und leider, leider wieder eine Kopfballschwäche in der Abwehr der Bochumer. Das war, wenn wir ehrlich sind, nicht zum ersten Mal, dass der junge Mann mit dem Kopf völlig frei zum Zuge kommt. Hier sehen Sie es nochmal. Fermants Eckball völlig frei am 5-Meter-Raum. Und Flickflack kann er auch noch hinterher. Obwohl das ganz schön auf die Achillessehne geht, aber noch mehr auf die Bochumer Gemüter. Bechel. Ja, er versucht da, den Torwart zu überlisten, anstatt auf die freipostierten Mitspieler und Mitstürmer zu spielen. Wenn es gelingt, ist er der King. Aber so wartet. Ja, will Verlinden verleiben. Tor! Und dann klappt es doch noch. Und wieder ist der Torschütze Georgi Donkov, der Bulgare. Gerade trauerten wir noch der Chance von Peschel nach. Da lässt Georgi Donkov hier nach diesem Eckball den Bochumer Siegespuls wieder emporschnellen. De Flandre auf der Linie hat natürlich überhaupt keine Chance. Und jetzt, liebe Fußballfreunde, jetzt ist alles drin.
Der VfL Bochum führt mit 2:1. Und hat noch mehr. Abgefälscht und deswegen Eckball. Zehn zu sieben das Eckballverhältnis, aber das ist es nicht. Das Tor muss her. Drin! Sergej Juran! Sagenhaft. Ralf Zumdick, der lange hier ein klasse Keeper war. So, Töppi, jetzt halte deine Hintermannschaft zusammen. Eckball, Bosch. Und Juran versenkt den Ball. Und auch die Abwehrspieler haben keine Chance mehr. Auf der Linie. Nichts mehr. 3:1 für den VfL. Und jetzt geht es andersrum. Jetzt haben es die Belgier eilig. Und die Bochumer können sich Zeit lassen. Gesandter, stell dich nicht so an. Van der Elst. Hoffmann hat erstmal geklärt. Bosch, Bosch. Bosch gegen Borkelmanns. Nur mach es! Karneval in Bochum. Die Tribüne bebt. Und Klaus Toppmöller, dem gönne ich es besonders. Man sieht ihm die Erleichterung an. Das Match ist gelaufen. Darius Wosch, der Kapitän. Mit diesem großartigen Sprint. Von Borkelmanns nicht mehr einzuholen. Bezwingt Verlinden und endgültig auch den FC Brügge.